herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf Tuorias-Welt. Und ja, wer mein Unboxing von der lieben Katrin gesehen hat, also das Unboxing von ihrem Paket, der weiß höchstwahrscheinlich, was jetzt hier gerade liegt. Es liegt immer noch dieses wunderschöne Dreamer Designs Bild hier, was ich vorgestern ausgepackt habe. Gestern bin ich leider nicht zum Painten gekommen. Jetzt haben wir Freitag und es ist schon, glaub, fast 21 Uhr und ich komme endlich zum Painten. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich habe jetzt keine Lust, heute hier irgendwas wegzuräumen. Aber ich habe Lust, mein Feld, was ich hier unten angefangen habe, weiter zu painten und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und um das zu machen, habe ich gedacht, machen wir direkt das Kitting ab. Ich habe so Lust darauf. Wir machen auch direkt unseren Eintrag für unser Diamond Painting Journal. Ja. Und deswegen machen wir das jetzt. Es wird höchstwahrscheinlich ein bisschen, wie soll ich sagen, später zum Schummerlicht kommen. Wir haben jetzt schon nicht mehr so die idealen Lichtverhältnisse. Hier bei mir im Wohnzimmer merkt man schon, dass der Tag langsam zu Ende geht. Draußen sieht es noch relativ gut aus. Die Sonne ist jetzt aber auch schon untergegangen. Ja, und was soll ich sagen? Ich genieße das einfach, dass die Tage gerade so lang sind. Das tut mir richtig gut. Auch wenn es immer noch gefühlt von den Temperaturen für mich kein richtiger Sommer ist. Aber nicht so schlimm. Ich finde es schon alleine gut, dass wir lange Tage haben. Jo. Also, dann würde ich mal sagen, ihr seht, hier liegen noch die ganzen Steinchen rum und auch von meinem Koffer. Die Einlage liegt hier zum Einsortieren. Ich habe auch meinen Tischmülleimer diesmal mit beiseite oder zur Seite. Und womit wir aber beginnen, ist, dass wir jetzt unser Diamond Painting Journal anlegen für dieses Bild. So, da haben wir die Apfelkorbkätzchen, die sind mittlerweile fertig. Legende, ja, da hatte ich jetzt ja schon losgelegt, also das heißt, das kann ich nicht mehr kopieren. Ich werde mir die Legende von der Leinwand abfotografieren und das in Ausdrucken dann hier reinkleben. Zu einem späteren Zeitpunkt, da bin ich heute ein bisschen faul. Und aber hier, Bild eintragen und alle Angaben, das machen wir heute. So, fangen wir an mit unserem Sticker. Ich werde jetzt den Sticker so im Ganzen hier mit reinkleben. Hoppala. Und der kommt dann richtig schön mit hier drauf. Süßen Eulchen. Einfach so herrlich, dieses Bild. Ich lieb's. Ich lieb's absolut. Ganz, ganz ehrlich. Und ja, fangen wir direkt an. Ich gucke nochmal, bei welcher fortlaufenden Nummer wir jetzt sind, bei der Nummer 23. Ja, dann haben wir nur noch 7 Plätze frei. Und dann können wir schon das nächste Diamond Painting Journal anfangen. Okay, also das ist das Bild Owls, Eulen von dem Künstler David Galou. Nee. Jetzt habe ich mich verschrieben. Geil. Schutt. Händler ist Dreamer Designs. Und es war ein Geschenk von meiner lieben Katrin. Ja, Leinwandgröße, das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass die Paintingfläche genau 50 x 40 cm ist. Wir haben 60 Farben. Halt. Sondersteinchen haben wir insgesamt 1 x AB. So, wir haben Harzsteinchen. Wir haben Sondersteinchen in eckig. Wir haben ein Vollbild und es ist für mich eher mehr Konfetti. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das jetzt seht.
Ja, die kann ich mir so viel Platz. Und Anzahl der Steinchen rechne ich später mal zusammen. Angefangen haben wir es vorgestern. Heute ist der 7.6., also am 5.6.24. Ja, und der Rest kommt dann noch. Dann tragen wir hier noch den Namen ein und tragen die 26 Minuten ein, die ich am Donnerstag gepaintet habe. Am Donnerstag, ja, wie gesagt, hatten wir den. Nee, nicht Donnerstag, Mittwoch. Mittwoch war der 5. Der 5., 6., 24. Gestern war Donnerstag, gestern habe ich nicht gepaintet. Da bin ich erst relativ spät nach Hause gekommen und war dann halt so. War, glaube ich, so irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr am Mittwoch. Wir haben insgesamt 26 Minuten und 32 Sekunden gepaintet. So, und Uchtimi, der Tisch ist ziemlich voll geräumt. Da ist leider hier für mein Samtpfötchen kein Platz auf dem Tisch. Ja, mein Tisch ist leider nicht so groß. Der ist, glaube ich, 90 mal 60 Zentimeter. Und gerade bei einem Kitting-Up, da habe ich ja einfach so viel rumliegen. Da mache ich mich halt so breit, dass es auf dem Tisch für die Fellnase kein Platz gibt. So. Und heute ist der 7.6. Und heute werden wir natürlich auch ein bisschen painten, wenn ich das Kitting-Up fertig gemacht habe. So. Auch wenn wir es jetzt um 21 Uhr haben, werde ich heute noch painten. Auch nach dem Kitting-Up. Denn ich habe heute Mittag Schlaf gemacht. Wirklich so, glaub, bis 6:30. Dann habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um wach zu werden. Ein bisschen am Handy rumgetattelt. Und dann hat meine Mama angerufen, habe ich mit ihr noch ein bisschen telefoniert. Dann habe ich zwei, drei Handgriffe hier im Haushalt gemacht. Ja, und jetzt ist schon 21 Uhr und komme erst jetzt so wirklich ja, meinen Gelüsten nach Diamond Painting ja, dazu. Ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt mich. So, also haben wir das schon mal großteils ausgefüllt. Dann kann ich jetzt auch die Uhr wieder zurücksetzen. Oh. Na, jetzt aber. So, jetzt klappt's. Und die Uhr kommt auch hier wieder an mein Tischgestänge. Da ist ein kleiner Magnet dran. Perfekt. Und mein Büchlein kann ich jetzt auch erstmal zur Seite legen, damit ich hier einfach ein bisschen mehr Platz habe für mein Kitting-Up. Ja, wie gesagt, ich nutze hier immer diesen kleinen Tischmülleimer. Da kommen dann die Tütchen und alles andere rein. Falls wir wieder Tütchen haben, die nicht alle in ein Döschen passen, habe ich Ersatzetiketten, dass ich noch ein zweites Döschen füllen kann. Ja, und so werde ich dann arbeiten, denke ich mal. Gut, also, ich werde das jetzt auch einfach so machen. Schere, Schere, Schere. Ach, da hinten ist sie. Ja, meine Schere, die ist gestern mit Aufreisen gegangen. Denn ich war bei meinen Nachbarn drüben, musste noch ein bisschen was basteln. Und das konnte ich so nebenbei eben ein Bierchen mitmachen. Und da habe ich mir halt meine paar Sachen, die ich brauchte, unter anderem auch meine Schere, einfach mit rüber genommen. Und jo, bin froh, dass ich sie nicht verlegt habe oder vergessen habe oder was weiß ich nicht. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, dass ich hier nicht diese ganzen, wie soll ich es nennen, die ganzen Würste hier liegen habe. Schon mal die Tütchen zu separieren. Dann greife ich einfach immer nach dem Tütchen und das sortiere ich dann ein. So. Wobei eigentlich, die sind ja geordnet. Nee, mache ich doch nicht. Ich glaube, ich werde jetzt chronologisch vorgehen von 1 bis irgendwas. Ich habe jetzt hier geschnitten die 16, 17 und 18. Dann ist das auch die Reihe. Und ich suche mir jetzt direkt die Reihe aus von 1 bis 10. Und da habe ich es auch schon. Ja, heute wird es ein bisschen knisterreich. Timi. Ja, aber die schneide ich mir jetzt mal komplett. Mal auseinander. Und dann werde ich doch chronologisch vorgehen. Ist einfach besser so, ne? Wie gesagt, Hausmeister Krause immer, oder wie hat er immer gesagt, Ordnung muss sein. Und das
gilt natürlich eigentlich auch, wenn man ordentlich ein Kitting abmachen möchte. Nee. Es muss nicht unbedingt Ordnung sein, aber es ist vielleicht ein bisschen besser, wenn ich ein bisschen ordentlicher vorgehe. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, dann tue ich mir jetzt mal da hinstellen. Und dann geht es auch schon los. Ich werde auch jetzt nicht alle 60 Farben jetzt hier komplett mit euch durchquasseln und euch damit vollrascheln. Ich glaube, das dauert sonst einfach zu lang. Ich bin eh so eine gemütliche Maus. Vielleicht mache ich einen Zeitraffer, wenn ich dann den Rest einsortiere. Ich gucke einfach mal. Auf jeden Fall werden wir jetzt das Kitting abmachen und wir werden auch noch ein kleines bisschen finden, denke ich mal, im Video. Sozusagen jetzt so der offizielle Start ist dann jetzt heute am 7.6. Ja, also offiziell. Ich schaue mal, welche Farben ich schon einsortiert habe. Einmal die 47. Dann alle Farben, die ich doppelt fülle, die tue ich mal oben rein. So. Dann haben wir hier die 59. Und das ist die 47, das ist die 59 da. Dann haben wir hier die 58. Und wir haben die 19. Die 19 ist da. Dass das schon mal alles so ein bisschen an seinem Fleckchen ist, wo es hingehört. Ich mache jetzt aber trotzdem schon mal mein Lichtchen an. Jetzt aber. Damit es mir einfach nicht so dunkel hier drin ist. Und ich auch sehe, was ich da tue. Also fangen wir an mit der 1, das ist die 154. Dann hier, ich habe meine Pinzette extra mit rausgelegt, dass ich hier einfach den Sticker so ganz normal abziehen kann. Geht so einfach perfekt und schnell. Und meinen kleinen Trichter, den habe ich natürlich auch mit dabei. Ja. Wie gesagt, ich war gestern bei meinem Nachbarn, denn wir haben geplant, für ein verlängertes Wochenende zu meinen Eltern zu fahren. Meine Nachbarn haben meine Eltern schon kennengelernt. ich wohne in einer wunderbaren Nachbarschaft. Das ist richtige, richtige Freundschaft, die da schon entstanden ist. Und als meine Eltern da waren, dann haben meine Nachbarn gesagt, so, boah, die Kleinstadt, aus der ich komme, die wird mir gerne mal anschauen. Und halt Dresden. Dresden ist, wie gesagt, gleich ums Eck. Vielleicht ein bisschen Elbsandsteingebirge. Wir schauen einfach mal. Wir fahren halt jetzt im Juli für ein verlängertes Wochenende nach Dresden in die Richtung. Und es wird schön. Es wird schön. Ich werde im Garten von meinen Eltern schlafen. Da habe ich meine Ruhe. Bin ich draußen in der Natur. Ja, und ansonsten werde ich ganz viel mit unterwegs sein. Aber da draußen im Garten, das ist halt schon wunderschön, da im Bungalow. Und ich liebe das ja, draußen in der Natur aufzuwachen mit Vögelgezwitsche und keine Menschen um mich rum. Ich hoffe, das wird ein sehr, sehr schönes Wochenende. Und ja, das hatten wir gestern besprochen gehabt. Wann fahren wir jetzt genau? Wann nehmen wir Urlaub? Wie machen wir das? Und deswegen war ich drüben. Wir hatten keine direkte Uhrzeit ausgemacht, wir haben einfach gesagt, wir treffen uns am Donnerstag, haben wir vor ein paar Tagen ausgemacht und die genaue Zeit besprechen wir noch. Und irgendwann hat mein Telefon geklingelt und war jetzt mein Nachbar dran gestern. Er hat gesagt, wir wären jetzt beide da und wenn du gleich rüberkommst, dann kriegst du noch einen Wurstsalat zum Bierchen dazu. Und ihr könnt euch halt vorstellen, ne? So ein richtig schöner selbstgemachter Wurstsalat im Sommer. Ist das das Schönste oder ist das mit eins der besten Abendessen oder generell Essen, die es gibt, finde ich. Und so, dann haben wir dann zugeschlagen, halt wie gesagt, ganz gemütlich draußen auf der Terrasse bei meinen Nachbarn und haben das dann abgeklärt. Ich bin gut gesättigt nach Hause gegangen, wir haben noch ein Bierchen getrunken, und später noch ein zweites, haben wir einfach wirklich, wir haben recht lang, ich glaube fast bis 22:30 Uhr, also 22.30 Uhr haben wir draußen gesessen und noch gequatscht. War richtig, richtig schön. Also wenn ich bei meinen Nachbarn bin, bei den beiden, da vergeht die Zeit wie im Flug.
Ja, und dann guckt man auf die Uhr und sagt so, boah, wo ist die Zeit schon wieder hin? So wie es halt ist, wenn man sich einfach mit Leuten trifft, mit denen man sich gut versteht und wenn man einfach eine tolle Zeit hat. Ja, dann vergeht die Zeit auch wie im Flug. So, wir haben jetzt die 4, 9, 319. Sagen 900 ist jetzt für die Nummer 3 ein bisschen hoch. 319. Ja, auf jeden Fall war das dann gestern echt toll. Ich bin dann auch nur noch zu mir nach Hause. Hab mich ins Bett gelegt und gesagt, ich war noch kurz duschen. Bin dann ins Bett und habe gefühlt auch gleich geschlafen. Also ich habe gestern wirklich, wirklich gut geschlafen. Nichtsdestotrotz war ich dann heute nach Feierabend so müde, dass ich mir einfach ein Mittagsschläfchen gegönnt habe. So, jetzt haben wir hier ein Tütchen. Das sind die Steinchen, komischerweise ganz schön stark geladen. Guck mal, dass ich das jetzt einfach so rausbekomme. Und wenn jetzt die statische Ladung dann immer noch im Döschen ist, was man jetzt hier gleich sehen wird, ich zeige es euch mal, wenn ich das jetzt nämlich so mache. Dann bleiben die Steinchen hier ganz schön am Rand kleben. Dann werde ich einfach, wenn ich die Farbe dann mal benutze, ein kleines Fitzelchen Trocknetücher da rein tun. Ja, mein Autofokus, der macht mich heute ganz besonders, oder? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob es jetzt die ganze Zeit so krass fokussiert hat. Ich mache mal einen kurzen Cut und guck mal, wie die Videoqualität jetzt überhaupt war. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass die ganze Zeit immer nur der Autofokus rumgespannt hat. Ich bin gleich wieder da. So, ja, ein bisschen hat es jetzt gesponnen, aber gerade jetzt eher dann so zum Schluss, wo ich es dann so gezeigt habe. Ja, wir gucken einfach mal. Okay, weiter geht's, ihr Lieben. Wir haben jetzt die Nummer 5. Ein Grün. Oh, hier sind noch zwei runde Steinchen, zwei schwarze, noch im Deckel gewesen. Die braucht man natürlich nicht. So, die Nummer 5. Ziehen wir mal direkt ab. Die Nummer 6 nicht. Die wollte gleich mitkommen. Ein bisschen aus, bitte. So ist schön. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, im Juli dann eine kleine Reise zu unternehmen. Eventuell ist auch noch mal geplant, ein verlängertes Wochenende in Italien. Das war jetzt so eine spontane Idee. Ist seit längerem dann mal wieder eine, ja, dass ich mal ein bisschen weiter weg aus Deutschland komme. Seit langer, langer Zeit und bis auf letztes Jahr dann dieser kleine Versuchsurlaub am Bodensee. Ja, das erste Mal, dass ich für länger als nur einen Tag ein bisschen mal weiter wegfahre, vor allen Dingen ins Ausland. Und ich will einfach mal gucken, ob das geht, ob das für mich passt halt auch. Und ich hätte auf jeden Fall richtig Lust auf so eine kleine Auszeit. Ja, mal gucken. Wäre auf jeden Fall schön. ich halte euch auf dem Laufenden, falls sich da irgendwas tut, dann werde ich natürlich sicherlich in irgendeinem Paint-With-Me davon berichten. Aber das wisst ihr ja. Ich nehme euch eigentlich bei gut so wie allen Sachen mit. Also die Sachen sind zu privat. Manchmal gibt es das ja auch. Komplett gläsern muss ich mich jetzt nicht machen. Aber ich muss schon sagen, ich nehme euch eigentlich so gut wie auf alles mit. Die ganz großen Tragödien im Leben, die tue ich aber am liebsten dann nicht ganz so ansprechen, weil es ist ein Diamond Painting Channel und kein Tragödien Channel hier bei mir. So. Ja. Aber der ein oder andere, der weiß ja, dass es bei mir in den letzten anderthalb Jahren alles ein bisschen schwierig war. So. Aber kommen wir davon mal wieder ab. Ich freue mich jetzt tierisch, ja, jetzt am Wochenende ein bisschen hier das Bild zu kleben. Und das werde ich auch. Ich werde bis Sonntag
denke ich mal, hier am Bild arbeiten. Vielleicht noch zwischendrin noch ein paar kleine Sachen noch mitmachen. Oder falls ich dann sage, morgen Abend habe ich spontan Lust auf Mal nach Zahlen, dass ich vielleicht mal auf Mal nach Zahlen wechsle. Aber so ein bisschen hier anfangen. Da steht mir jetzt so die Lust danach und vor allen Dingen auf die schönen, vielen bunten Farben, dass ich mich dazu jetzt entschlossen habe, dass ich erstmal ja, ein bisschen hier an dem Bild arbeite. Und dann kommen wieder die Bilder dran, die ich eigentlich vorhabe, diesen Monat weiterzubringen und hoffentlich doch teilweise einiges beenden zu können. Das wäre schon cool, wenn jetzt so im Juli vielleicht auch so zwei Finishes dabei sind. Okay, also dann Nummer 8. Hier gehen die Steinchen wieder besser raus. Alles leer. Es geht voran. Bald haben wir ein Sechstel umgefüllt. Wobei, ein Sechstel haben wir jetzt schon. Wir haben ja schon vier Farben umgefüllt. Und ja, ich freue mich dann drauf, richtig starten zu können mit schön sortierten Steinchen. Am Mittwoch, ich will immer Donnerstag sagen, hatte ich ja so angefangen, dass ich halt immer dann die Farbe, die ich gepaintet habe, einsortiert habe. Das mag ich so beim Painten nicht ganz so. Also wenn ich painte, dann will ich direkt richtig loslegen und nicht noch zwischendrin Steinchen verräumen. Ich weiß, einige machen das so. Ich finde es eigentlich auch eine ganz gute Sache, wenn man zum Beispiel Kitting-Ups nicht mag. Bei mir ist es eher so, dass ich, wenn ich painte, dann schon alles ordentlich sortiert haben möchte. Und ja. So halt. Das hat so wieder auch wieder ein bisschen was mit meinem inneren Monk zu tun. So. Aber so bin ich nun mal. Ich habe diesen inneren Monk, wie man so schön sagt. Und dann lasse ich dem halt auch freien Lauf, wenn man das gut tut in dem Moment. Ja, ansonsten, was ist jetzt am Wochenende geplant? Eventuell möchte ich mich noch mit einer Freundin treffen. Ansonsten will ich aber jetzt das Wochenende mir nicht wirklich viel vornehmen. Ich will eher hier ein bisschen in der Wohnung sein. Ich möchte painten, ich möchte ein bisschen Videos vorbereiten, ein bisschen zur Ruhe kommen. Die Woche ja doch schon recht lang war. Und auch ein bisschen mit Überstunden. Oh, diese Steinchen sind ganz schön geladen. Gucken wir mal, wie das wird. Ja, und deswegen habe ich mir dann halt auch den Mittagsschlaf gegönnt. Ich habe eigentlich den ganzen Nachmittag sozusagen verschlafen oder auf dem Sofa gefaulenzt. Aber auch das muss man sich mal gönnen. Ich ein bisschen mehr als andere, das hat einfach seine Gründe. Aber wenn ich dann jetzt noch das Kling abmache und alles ein bisschen ordentlich auch gleich wieder hier verräume und mein Arbeitsplatz deswegen wieder auch ordentlich aufgeräumt ist, dann bin ich dann ja für heute mit mir zufrieden. Ich habe jetzt das Problem, ich kriege diese Steinchen ganz schlecht raus. Und das ist schon komisch, dass hier einige Steinchen kaum geladen sind und andere wieder hier so arg. Das ist halt das Schöne an Zipptütchen. Bei einem Zipptütchen würde ich jetzt einfach Zipptütchen auf Trockentuch rein und beschütteln und dann war es das. Das geht halt hier bei diesen Einwegtütchen nicht so gut. Könnte jetzt noch reinhauchen, aber dann wären die halt auch feucht. Klingt jetzt bestimmt komisch. Schauen wir mal, ob jetzt ein bisschen hilft. Naja, jetzt nicht viel. Ich habe halt nur ein kleines Loch reingeschnitten. Aber dadurch, dass die Steinchen auch so geladen sind, sind die jetzt hier ein bisschen auch rumgesprungen. Und nicht alle ins Töpfchen rein. Boah, Jule und der Kampf mit den Steinchen. Aber gut, ich habe Zeit. Ich bin relaxed. Mein Gott, dann nehme ich mir halt die Zeit, das hier so
auszufummeln. Aber ich bin halt auch gerade so ein bisschen. Ich liebe Kitting-Ups, ich liebe es absolut, aber gerade will ich einfach auch einfach nur an dem Bild painten. Und ja, also ich freue mich dann schon, wenn ich das Kitting-Up fertig habe und loslegen kann. Ich habe so Lust auf die Farben. Also dieses Döschen, ich guck mal, habe ich meine vorgeschnittenen Trockentücher hier. Müsste ich eigentlich, ja, hier habe ich noch ein paar, nicht mehr so viele, aber eins stopfe ich da jetzt einfach schon mal gleich in das Döschen rein, weil da die Steinchen unten nicht rauszukriegen, das wird höchstwahrscheinlich ein bisschen problematisch. So, ich nehme jetzt einfach hier diese Schnipselchen, gebe die damit rein. Na, so jetzt. Und dann gucken wir mal. Exakt. Dann im Endeffekt dürften die Steinchen nicht mehr so arg am Döschen kleben. Ja, es wird schon besser. Ich lasse es jetzt hier so drin und wenn ich es dann brauche, seht es noch mal. Sollte das dann passen? Okay. So, 1 bis 10 haben wir fertig. Dann kommen jetzt hier diese. Da ist die 18, 17, 16. Die 19 haben wir ja schon. Haben wir jetzt hier die 11. 12, 13 und die 14 und 15. Da war jetzt noch ein Steinchen, das habe ich jetzt aber mal in meinen Trash getan. So, aber da müsste jetzt eigentlich die 20 irgendwo alleine hier rumlümmeln. Liebe 20, da habe ich dich. 60 haben wir schon mal einzeln. Legen wir mal auch, nicht, dass die irgendwo runterfällt. Wo ist meine 20 hin? Da ist die 20. Und dann haben wir jetzt schon mal die Tütchen für die nächste Reihe komplett. Ich glaube, die machen wir noch. Hoppla. Und dann mache ich ein kleines Zeitraffer. Ein bisschen Liedchen, während ich das hier einsortiere. Wird dann nicht übers komplette Lied gehen, aber ein kurzes Zeitraffer halt. Okay, so, die Nummer 11. Was ich morgen auf jeden Fall machen möchte, ich möchte morgen endlich damit starten. Ich habe mir diese Fitness-App von Gymondo gegönnt. Das kostet schon ein bisschen, das 30 Euro oder so fürs Jahr habe ich jetzt gezahlt. Das war irgendwo ein Angebot, sonst ist es glaube ich ein bisschen teurer oder war es ein bisschen weniger, bin mir nicht sicher. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall gegönnt, damit ich so ein paar Übungen und Workouts zu Hause mitmachen kann. Und damit würde ich morgen gerne starten. Ich möchte gerne jeden Tag so eine Viertelstunde bis halbe Stunde da mal aktiv werden. Jetzt nicht irgendwie mehr wegen Abnehmen, sondern einfach um meinen Körper ein bisschen fitter zu halten, meine Gelenke, meine Muskeln. Ja. Das fehlt mir einfach, seitdem ich nicht mehr in mein Pilates gehe. Und ich möchte ab nächster Woche auch wieder ein bisschen häufiger zur Arbeit laufen und weniger mit dem Auto fahren, weil ich habe auch ehrlich gesagt nur einen recht kurzen Arbeitsweg. Und gerade jetzt, wo ja kein Wind mehr ist und hoffentlich auch die große Regenzeit vorbei ist, nach letzter Woche, ja, möchte ich einfach dann häufiger zur Arbeit laufen. Bei mir ist es meistens so, dass ich heimwärts dann mit der Straßenbahn fahre, einfach wenn ich da einen ziemlichen Anstieg habe. Und manchmal, wenn du dann doch ein bisschen mal Überstunden gemacht hast, passiert halt manchmal. Und du bist K.O.
will ich dann nicht gerade den Berg hochlaufen. Und deswegen fahre ich dann da manchmal dann über Straßenbahn, manchmal laufe ich heimwärts. Es ist unterschiedlich, aber auf jeden Fall möchte ich jetzt wieder häufiger mit dem Auto fahren. Außer ich habe danach noch was vor, direkt nach Arbeit. Dann fahre ich natürlich auch früh gleich mit dem Auto ins Geschäft. So. Oder es regnet zum Beispiel extrem und ich weiß, es ist ein regnerischer Tag, dann fahre ich auch mit dem Auto. Ich möchte einfach nicht großartig nass werden auf dem Weg zur Arbeit. Die sind hier auch wieder so extrem statisch geladen. Da sind wieder Steinchen gesprungen, gehüpft. Weil es ist einfach so, der Rheinraum ist klimatisiert und ich arbeite ja komplett im Rheinraum, nicht in einem Büro oder so. Und da ist es einfach entspannter, wenn man zum Beispiel keine nassen Klamotten hat. Durch die Klimaanlage ist es einfach unschön, wenn du dann da mit nassen Klamotten drin bist. Und jeder weiß, dass Klimaanlage, nasse Klamotten und so. Ich war jetzt als erkältet. Muss ich jetzt die nächste Zeit nicht nochmal so schnell haben, wenn ihr mich fragt. Ich hoffe jetzt, dass es wärmere Temperaturen gibt, dass ich einfach gesund bleibe im Sommer und ja, die Zeit einfach so richtig schön genießen kann. Das wäre ein Träumchen. So, weil gerade im Winter, ich war jetzt genug krank. Jetzt wird mal Zeit für ein paar gesunde Monate. So, weil ich habe im Winter echt gefühlt alles mitgenommen, von Mittelohrentzündung bis hin zu Grippe. Ach, was war denn noch? Novovirus, ganz unangenehmes Thema. Dann hatte ich auch noch mal ganz normal Magen-Darm gehabt. Irgendwas war es noch. Ja, jetzt sind halt die Erkältungen im Urlaub. Aber wie gesagt, es war nur eine Erkältung, trotzdem nicht schön. Ich konnte halt dann da auch nicht so viel unternehmen, wie ich denn eigentlich wollte in der Woche. Ich habe dann da halt einfach eine faule Woche gemacht. Und war halt nicht ganz so aktiv, wie ich wollte. Ich habe dann halt einfach eine Woche zu Hause gechillt und bin meinen Hobbys nachgegangen. Das ging. Aber so ein großer Arbeitseinsatz im Garten, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe, das war da nicht mehr. So. Okay. So, was ich auf jeden Fall machen möchte, meine Nachbarn im Urlaub sind, die haben so eine schöne Sitzecke, die ist auch ein bisschen wettergeschützt und auch teilweise so ein kleines bisschen überdacht, dass ich mich dann manchmal da draußen hinhock und ja, painte. Und wenn es mal draußen ruhig ist, wie gesagt, ich wohne halt in einem Vorstadtviertel, da ist es halt laut, ich habe viele Nachbarn, aber wenn es doch mal ruhig ist und draußen nicht so viel los ist, dann nehme ich euch vielleicht einfach mal mit und dann machen wir mal ein Paint-Meet draußen, so wie ihr es eigentlich noch aus alten Zeiten bei mir kanntet, als es den großen, wunderschönen Garten noch gab. So. Nur, dass wir dann halt jetzt Vorstadtgarten Work-in-Focus-Videos machen. So, da freue ich mich auf jeden Fall schon. Cool. So. Sonntag geht's los bei meinen Nachbarn. Und ja, ich werde das genießen und nutzen. Weil die haben so eine wunderschöne Terrasse. Ich bin da ganz oft bei meinen Nachbarn drüben. Also ich muss sagen, wir wohnen schon echt toll. Dafür, dass es in der Stadt ist, können wir uns gar nicht beklagen. Ja, also, 4 Tütchen haben wir noch. Die 19 haben wir ja schon abgefüllt. Was ich das Wochenende aber noch machen möchte, ist, dass ich vielleicht mich, wie gesagt, mit meiner Freundin treffe und eine Runde gehe mit ihr und ihrem Wauzi. Wie gesagt, ich will mich ein bisschen mehr bewegen. Und mit meiner Freundin wollte ich mich so und so treffen. Und
Es ist halt einfach schön. Ja, meine Lieben bei so einer Gassi-Runde mit zu begleiten. Wenn ich schon nicht selber ein Wauzi haben kann. Ich hätte es ja gerne. Eigentlich auch einen Hund. Aber es geht einfach nicht. Ich würde einem Hund hier in der Stadt nicht gerecht werden. Ich habe 40-Stunden-Woche, das heißt, ich bin jeden Tag mindestens 9 Stunden im Geschäft. Und ja, was soll ich sagen? Es ist nun mal so, ich würde einen Hund höchstwahrscheinlich öfter mal 10 Stunden, teilweise manchmal, wenn ich nach dem Geschäft noch irgendwie Termine habe oder einkaufen gehe, über 10 Stunden am Tag alleine lassen, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Das geht nicht. Das ist nicht artgerecht. Und deswegen ist mein Timmy für mich wirklich der beste und treueste Begleiter. Jo. Weil der schläft dann einfach die Zeit. Und ihr glaubt nicht, wie viel Katzen schlafen. Katzenbesitzer wissen das ja meistens, aber so eine Katze, die pennt gefühlt den ganzen Tag. Ne? Außer ich bin dann zu Hause, dann hat Timmy natürlich seine 5 Minuten und dann geht's ab. Vorzugsweise, wenn ich Videos drehe. Aber das ist auch ganz gut so. Weil ich weiß, dass anstatt dass es irgendwie nervt, ist es für die meisten sogar sehr amüsant, wenn man Timmy mitmerkt. Und das finde ich so toll, ja, dass ihr da so tolerant seid und das einfach auch mit so genießt, wenn da so ein kleiner Nebenakteur manchmal noch mit im Video dabei ist. So. Okay, jetzt haben wir nur noch 2 Tütchen. Weiß gar nicht, wo Timmy gerade rumtigert. Hier bei mir im Wohnzimmer ist er nicht. Er ist entweder im Flur oder im Schlafzimmer. Ich kann auch mir vorstellen, dass er im Schlafzimmer ist. Ja. Und mit mir schmollt, weil ich ihn vorhin vom Tisch runtergenommen habe. Ich bräuchte einfach einen riesengroßen Diamond Painting Arbeitsbereich. Am besten neben meinem PC. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich habe nicht so viel Platz. Ich müsste wahrscheinlich hier alles ein bisschen umräumen. Und mir einen ordentlichen großen Tisch mal kaufen oder zusammenbasteln. Wenn man lieber, also die Idee gab es schon mal, dass ich mir so einen richtigen großen Ecktisch entweder kaufe oder mir da selber was zusammenbastel mit einem Kumpel. Der ist Schreiner, der kennt sich da gut aus, der hat da bestimmte tolle Ideen. Aber es ist halt auch einfach so, dass es auch eine Sache von den Kosten ist. Holz ist einfach mega teuer geworden. Und ich würde da jetzt nicht gerade irgendwie mal was aus Pressholz, Pressspan oder sowas holen wollen, sondern schon was Ordentliches, was Solides. Und irgendwann, wenn es mal finanziell besser aussieht, dass ich sage, okay, so eine größere Investition, die juckt mich jetzt weniger, dann mache ich das vielleicht. Das ist so ein Projekt, das ist noch nicht gestorben, aber es ist erstmal auf Eis gelegt. Ja, das ist schon so ein Träumchen seit ein paar Jahren von mir. Spätestens als ich jetzt dann mit dem Diamond Painting angefangen habe, vor ein paar Jahren, habe ich mir halt so gedacht, die eine Ecke so PC und Techniksachen und die andere Seite von dem Tisch dann halt so wirklich Diamond Painting-mäßig. Das wäre schon toll, ne? Da ich aber diese Ecke bei mir im Wohnzimmer einrichten müsste und mein Wohnzimmer halt auch jetzt nicht gerade das riesigste ist, glaube 17 Quadratmeter hat mein Wohnzimmer, ja, ist es halt nicht so einfach umzusetzen. Ich habe noch nicht mal einen wirklichen Esstisch bei mir in der Wohnung, sondern viele kennen es vielleicht noch von ganz von Anfangszeiten. Ich habe so einen kleinen 70 mal 70 Zentimeter Tisch in der Küche mit 3 kleinen Plastikstühlen ringsherum. Und auf der anderen Seite steht ein Sofa. Ja, das ist so der einzigste Tisch, wo ich mal normal dran essen könnte. Ansonsten habe ich wirklich bloß meinen PC-Tisch, diesen Tisch und ja, mein Couchtisch, der dann ganz oft auch als Esstisch herhalten muss.
Okay, jetzt haben wir aber auch schon ganz schön gequasselt. Ihr Lieben, wir machen ein kurzes Zeitraffer, damit ich hier mal komplett alles fertig bekomme. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Und ja, wisst ihr, was wir dann machen? Dann fangen wir an zu painten und ja, painten noch ein bisschen. Denn boah, ich liebe es. Das ist, ich habe jetzt gerade so einen richtigen Mann an dieses Motiv gefressen. Und es ist einfach so schön. Na, also. Jetzt so, der Juni wird sozusagen ein Monat, wo ich ganz viel an, ja, ich painte an, insgesamt dann an drei Bildern habe ich jetzt vor zu painten, die mir geschenkt wurden. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Und dann nehme ich euch natürlich mit. Wir werden immer, ich will ein bisschen gucken, dass ich auch wieder regelmäßiger Work-in-Progress-Videos mache, mit ein bisschen Fortschritt. Ich würde mich freuen, wenn ich es schaffe, einmal die Woche das hinzubekommen. Sodass man sagt, einmal die Woche kommt auf jeden Fall ein Work-in-Progress-Video. Statistisch gesehen ist das eine schöne Sache. Realistisch gesehen ist das aber wahrscheinlich nicht immer möglich und mit drin. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das so die kleine Richtlinie, an die ich mich da halten möchte. Also, Zeitraffer an und wir sehen uns wieder, wenn hier all meine Farben einsortiert sind. Viel Spaß beim Mitzoomen. Wieder. Ja, ich habe gestern dann noch hier fertig gemacht. Ich glaube, die letzten 15, da hat das Zeitraffer irgendwie abgebrochen. Das hat nicht geklappt. Das habt ihr jetzt sozusagen auch nicht mitgesehen. Hier seht ihr, alles leer. Das kann jetzt zur Seite. Und ja, ich freue mich jetzt, dieses schöne Bild endlich so richtig, richtig anfangen zu können. Wir haben es jetzt Samstag. Ich habe heute wirklich mega ausgeschlafen und habe dann auch noch bis 11:30 im Bett gelegen. Aber das musste ich mir einfach gönnen. Und ja, jetzt wollte ich noch ein bisschen painten, also mindestens das Feld fertig machen. Obala, was ich damals hier unten angefangen habe. Und dazu brauche ich jetzt mein Lightpad. Ein wunderschönes Wetter. Ich gehe dann heute Nachmittag auch raus. Sind wir hier im Garten am Haus und ja, werde da ein bisschen mich um meine Terrasse kümmern, ein bisschen was machen, jetzt nicht zu viel. Ja, mein Teenie ist auch schon wieder mit bei mir auf dem Stuhl. Der kam gerade hochgehopst. Bis eben hat er noch gefuttert. Würde sagen, wir machen jetzt mal mit dem M weiter. Und eventuell nehme ich dann Teenie heute auch mit raus in den Garten. Beim Rausschütten muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ich habe hier halt einige so ein bisschen Trockentücher reingemacht. So. Dass sie dann nicht mit rausfallen. Das Skalpell lege ich mal ein bisschen noch zur Seite. Das liegt offen hier. So. Weil wenn Timmy da in der Nähe ist, muss ich da immer ein bisschen mehr aufpassen. Wenn nicht, dass meinem Timmchen irgendwas passiert. So. Ah, der hat heute früh, als ich aufgestanden bin, hat er ein paar Leckerlis bekommen. Dank der lieben Katrin haben wir ja jetzt wieder einen aufgefüllten Leckerli-Vorrat. Und jetzt hat er sein Nassfutter bekommen. Und ich dachte mir, hey, ich mache jetzt weiter. Ich bin gestern Abend dann nicht mehr so viel zum Painten gekommen. Ich wollte eigentlich,
aber war dann doch wieder irgendwie ein bisschen mehr am Handy. Wir haben ein paar Leute geschrieben und dann dachte ich, ach komm, machst du mal wieder ein bisschen Konversation. Was ich aber noch machen wollte, wir machen mal kurz den Autofokus aus. Ja, und da habe ich dann da noch ein bisschen hin und her geschrieben, ein bisschen auf YouTube rumgeguckt und ein bisschen auf Social Media rumgeguckt. Ja, und dann war es dann auch schon wieder kurz nach Mitternacht und dann habe ich mir gedacht, so, nee, machst du morgen früh weiter, ganz gemütlich. Ja. Und jetzt habe ich so richtig Lust zu painten. Könnte jetzt auch den ganzen Tag jetzt hier sitzen und bis heute Abend durchpainten. Aber dadurch, dass so gutes Wetter ist, paint ich jetzt ein bisschen. Also mindestens das Feld hier möchte ich voll machen. Und ja, dann geht es ein bisschen an die Gartenarbeit. Mindestens ein bisschen raus, ein bisschen bewegen, ein bisschen was tun. Meine Hängematte wieder herrichten. Und ja, dann in den frühen Abendstunden würde ich mich gerne in meine Hängematte legen und noch eine Runde lesen. Das wäre so mein Plan für heute. Also doch alles sehr entspannt. Und dann gucke ich mal, was der restliche Tag noch so bringt. Wir haben hier gut Konfetti, das heißt, ich werde hier schön immer die Farben tauschen. Aber da habe ich jetzt gerade sogar ein bisschen Lust drauf. Mit 60 Farben ist es auch noch sehr angenehm. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mir jetzt mein Josephine Wall wieder auf den Tisch legen, das wäre mir aktuell noch ein bisschen zu viel. Aber das hier ist jetzt gerade genau richtig. Ich liebe ja auch Colorblocking, aber irgendwie das Bild, das reizt mich wirklich sehr, weil oh, die Farben, die sind. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Bild und wie es rauskommt. Und es bleibt jetzt auf jeden Fall bis morgen Abend dann hier liegen. So. Morgen habe ich dann noch ein bisschen was vor. Ich muss gucken. Ich habe zwei Möglichkeiten. Muss jetzt noch abwägen, ja, welchen Treffen ich mich dann jetzt zu welchen Treffen ich mich jetzt dazu entschließe. Haben ein paar Leute angefragt, ein bisschen was zu unternehmen. Und ja, und da bin ich jetzt gerade ein bisschen platt bei so vielen lieben Anfragen. So, jetzt haben wir das J. Das ist mir gerade ins Auge gesprungen. J wie Jule. Schönes helles Grün. Aber heute will ich mal wirklich so einen Tag nur für mich haben, wo ich einfach ja, nicht so viel Besonderes mache. So. Ja, und morgen mache ich es ein bisschen vom Wetter abhängig. Ich glaube, ich werde mich heute noch nicht dazu entschließen, was morgen passiert. Denn je nachdem, was wir machen, spielt da auch ein bisschen das Wetter mit rein. Und ich muss sagen, wenn es halt regnet, dann will ich morgen nicht gerade draußen viel rumspringen. Da bin ich aktuell einfach noch ein bisschen zu bequem, ehrlich gesagt. So. Aber ich freue mich dann. Ich will heute bitte meine Terrasse, wie gesagt, auf Vordermann bringen. Und meine Hängematte. Ich habe gerade aktuell echt viel im Garten zu machen. Und ich glaube, das wird ganz gut. Ich glaube, das wird ganz gut. Weil das Wetter sieht wirklich gut aus und ich hoffe, das bleibt auch so ein bisschen bis abends dann. Irgendwie wünschte ich mir, ich wäre heute dann doch schon eher aufgestanden und hätte jetzt so die schöne Zeit. Also der Vormittag war eigentlich, glaube ich, richtig schönes Wetter. Ich hätte das gleich genutzt, aber mein Körper hat irgendwie noch nach ein bisschen Ruhe und Entspannung geschrien und da habe ich dem das einfach gegeben. Nächste Woche sieht es nämlich alles schon wieder ein bisschen anders aus. Am Montag nach Arbeit geht es direkt zur ATU, da lasse ich einen Ölwechsel machen bei meinem Auto und
Danach habe ich eine THW-Sitzung, die ich dann wahrscheinlich dann zu Hause online, der ich dann online beisitzen werde. Und ja, dann schauen wir mal, wie das denn so alles wird. Okay. So. Oh, ich bin gerade wieder so gefangen im Diamond Painting. Ich setze mich hin und es macht einfach wieder so richtig Lust und Laune. Boah. Und ich bin mal gespannt, ja, was ich diesen Monat alles schaffe zu painten. Ich habe mir jetzt drei Bilder rausgesucht, oder besser gesagt, jetzt vier, mit dem sind es vier. Drei Bilder, die sind angefangen. Und rein theoretisch, wenn ich ein bisschen hinterher wäre, könnte ich vielleicht auch von den drei Bildern ein, zwei schaffen. Ziel sind auf jeden Fall zwei Bilder. So ein bisschen für mich. Wenn es jetzt aber nur eins wird oder es wird dann halt doch zwei oder drei, da werde ich einfach mal schauen. Ich glaube, die kleineren. Die nehme ich dann mal mit auf die Terrasse von meinen Nachbarn, dass wir mal draußen ein Paint with Me machen. Das ist einmal das andere süße Eulchen. Und das andere Bild von den kleineren ist das Rainbow Unicorn, Foil Fairy Dust Steinchen von Karat Art. Ja, die sind beide nicht so groß, haben beide eine schöne Größe. Und ja, das eine hat runde Steinchen, das andere hat eckige Steinchen. Ja, und beide sind schön bunt. Und da stehe ich zurzeit gerade richtig, richtig drauf auf bunte Bilder. Ja, so ist es. Oh, ich muss meine Zeit stoppen. Habe jetzt schon die ganze Zeit gepaintet und habe aber gar nicht auf Start gedrückt. Ei, ei, ei. So, aber dafür habe ich das letzte Mal vergessen, die Stoppuhr rechtzeitig zu stoppen. Da sind schon noch ein paar Minuten dann draufgegangen oder wurden mitgezählt, wo ich eigentlich gar nicht mehr gepinnt habe. So hat sich das jetzt vielleicht wieder so ein kleines bisschen relativiert. Und wenn es mal jetzt nicht so genau auf die Minute ist, ist es für mich auch in Ordnung. Mir geht es ja immer bloß darum, dass ich so einen ungefähren Überblick habe, wie lange habe ich an einem Bild gesessen, so für mich. Also bei mir ist es wirklich unterschiedlich. Mal painte ich flott, mal bin ich doch eher eine ziemlich langsame Painterin. Kommt bei mir auch immer auf die Situation an, wie es mir gerade geht und alles. Und ja, da kann ich das dann immer so ein bisschen mal schauen, ja, wie ich dann so in dem Monat vielleicht drauf war. Ja, dann sehe ich vielleicht, okay, ich habe vielleicht von der Zeit her viel gepaintet, aber habe so gefühlt gar nicht viel geschafft, weil ich einfach sehr langsam gepaintet habe, was komplett in Ordnung ist. Oder ich sehe dann mal, wo ich denke so, boah, ich habe ja doch so viel geschafft, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und sich sehen, ich habe schon wieder A gesehen. Ich wollte jetzt schon zwei, dreimal aufhören, das A zu legen. Und immer wieder, wenn ich anfange, die Steinchen ins Schiffchen zu, ins vom Schiffchen in die Dose zurückzuschütten, sehe ich noch mal. Aber ich glaube, jetzt habe ich es. Jetzt sollte ich es haben. Und ich mache direkt mit dem U weiter. U wie Uhu. An meinem Eulchenbild. So. Timmy hat sich jetzt von meinem Stuhl aufs Sofa verkrochen und schläft. Na gut, er hat jetzt ordentlich Futter bekommen. Der ist jetzt, glaube ich, erstmal satt. Das wird jetzt bestimmt das Verdauungsschläfchen. Das sei ihm absolut gegönnt, meinem kleinen Dickerchen. Ja. Und ich guck mal. Das Bild lässt sich auf jeden Fall sehr schön legen. Wie gesagt, die Steinchen liegen nicht ganz nah an nah, ne? Weil ich habe hier bei Dreamer Designs immer so ein bisschen kleine Lückchen, was aber nicht schlimm ist. Wenn ich die Steinchen ganz normal lege, liegen die super und die Lücken sind jetzt auch keine Krater. Na, das ist noch nicht so wie bei
manch anderen Herstellern, wo die Steinchen, wenn man sie legt, so richtig klappen. Das haben wir hier nicht. Aber das sieht schon so toll aus. Boah. Ich freue mich richtig, wenn es dann ans nächste Feld geht. Ich werde heute Abend, wenn es dann nicht mehr so schön ist für draußen, wenn es zum Beispiel kalt wird oder natürlich es wird irgendwann dunkel, werde ich auf jeden Fall ein zweites Feld anfangen. Freue ich mich schon drauf. Und ja, wenn morgen schönes Wetter ist, meine Nachbarn verreisen ja morgen, dann werde ich mich vielleicht Sonntagabend ein bisschen, oder Sonntagnachmittag ein bisschen bei meinen Nachbarn auf die Terrasse setzen und da beenden und das mal. Und mal schauen, ja, wie das so geht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich deren gemütliche Sitzecke nutzen darf. Ja. So. Und weiter geht's. Boah. Ich bin gerade richtig happy. Mir macht es wieder so richtig, richtig Laune. Im März, April hatte ich mir eigentlich einiges vorgenommen zu painten. Und dann war ich so ein bisschen von mir enttäuscht, dass ich dann diese Flaute hatte, wo ich halt auch mal unter der Woche gar nicht gepaintet habe. Und deswegen ist in diesen 2 Monaten eigentlich auch kaum was passiert. An fertigen Bildern so nicht. Aber auch so an Fortschritten nicht so wirklich viel. Ja, dass ich das ein bisschen, dass ich da ein bisschen von mir selber enttäuscht war. Und dass, wenn ich mich dann immer doch an ein Bild hingesetzt habe, dann habe ich mir so, ah, jetzt musst du und dies und das, bis ich mir gesagt habe, nee, ich muss gar nichts. Und dann habe ich mir einfach mal gesagt, so, okay. Ich probiere es im Mai wieder, wenn ich ein bisschen Urlaub habe, wenn ein paar Feiertage sind. Wo ich einfach weiß, da habe ich ein bisschen mehr Zeit, da ist es nicht so hektisch. Und ja, als ich mir dann wirklich das im Kopf dann so zurechtgerückt habe, dass es in Ordnung ist, wenn ich mal so in 2 Wochen vielleicht nur 2, 3 Mal mich an ein Bild setze und dann auch bloß für eine doch kürzere Zeit als sonst. Ja, als ich mir erlaubt habe, dass das für mich in Ordnung ist, ging das dann auch ganz gut. Und jetzt ist es wirklich so, ich setze mich ans Bild und habe Lust und denke auch nicht mehr dran, was ich alles schaffen möchte. Klar, ich habe im Kopf, das und das würde ich gerne schaffen, aber es ist so wie eigentlich bisher immer, ich schaffe das, was ich schaffe. Und wenn nicht, ist es kein Beinbruch. Ja. Und schon wieder macht das Painten auch wieder viel mehr Freude. Aber ich muss auch sagen, ich bin im Kopf gerade auch ein bisschen entspannter mit allem. Und deswegen kann ich mich aufs Diamond Painting wieder richtig einlassen. Und das finde ich gut. So. Und ich habe vorhin noch ein bisschen TikTok geschaut, als ich noch ein bisschen auf dem Sofa gelegen habe. Und da kam dieses Lied, wir feiern heute eine Techno. Nee, oder. Wie ging das so? Irgendwie so in unserer Straße feiern wir heute eine Techno-Parade und so. Und ja. Und das habe ich jetzt so die ganze Zeit, zumindest die Melodie, als Ohrwurm im Kopf. Und ich bekomme es nicht los. Manchmal so für eine gewisse Zeit, das ist ja lustig. Aber wenn bei mir so ein Ohrwurm über eine halbe Stunde geht, da kann ich manchmal sagen, so, boah, Jule. ja. Wahrscheinlich muss ich mir einfach ein anderes Lied aussuchen und die ganze Zeit vor mir her summen, um dann so ein Ohrwurm loszubekommen. Oder ja, ich frage euch einfach mal, habt ihr irgendeinen Trick, wenn ihr einen Ohrwurm habt, den ihr loswerden wollt, wie man diesen am besten losbekommen kann? Also das ist jetzt wahrscheinlich genauso eine Frage, wie es
Nach dem Motto, ja, was macht ihr, wenn ihr Schluckauf habt? Was habt ihr da für Techniken? Ne? So nach dem Motto, Luft anhalten, dreimal runterschlucken und was es da nicht so für Sachen gibt. Meistens bringt das alles gar nichts. Ja, aber gibt es da auch irgendwie so einen Trick für Ohrwürmer? Das fände ich mal ganz interessant. Weil für Ohrwürmer bin ich wirklich sehr, sehr, sehr anfällig. Ist das ein Jula oder ist das ein Katzenfussel? Katzenglitzer darf drin bleiben. Das ist Katzenglitzer. Katzenglitzer darf bleiben. Weil ich sehe das immer so, irgendwann wird Timmy nicht mehr sein. Und wenn ich dann mal wieder ein Bild anschaue, wo einfach Timmy-Haare drin verewigt sind, dann sind die Bilder für mich ja noch aufgewerteter. Von der ganzen Bedeutung her. Ja, und ich muss wirklich sagen, ich habe viele, viele Bilder, die für mich einfach eine ganz besondere Bestimmung haben, einen ganz bestimmten Wert. Dieses hier auf jeden Fall, weil es ein ganz, ganz tolles Geschenk ist, mit sehr viel Liebe ausgesucht, richtig passend für mich. Und wenn dann noch ein bisschen Teenie-Katzenglitzer mit dabei ist, ja. Dann ist es natürlich was ganz, ganz Besonderes für mich. Ja, oh, der Kleine schläft. Und er hat sich wieder auf die Fernbedienung gelegt. Er liegt auf allen drei Fernbedienungen. Ich habe drei Fernbedienungen. Einmal für den Fernseher, einmal für den Fire TV Stick und für meine Soundbar mit Subwoofer. Und er liegt auf allen dreien. Also mich wundert es, dass der Fernseher noch nicht angegangen ist. Weil sowohl mit der Fernbedienung für den Fernseher als auch für den Fire TV Stick könnte er den Fernseher einschalten. Und glaubt mir, das können Katzen super. Sie treten auf die Fernbedienung und treten genau auf den Knopf, der eigentlich in dem Moment gar nicht gut ist. Ja, wie gesagt, Timmy ist da der ganz große Hit drin. Und manchmal ist es so, dass ich halt auch gar nicht so schnell schnall, wenn ich dann irgendwie nebenbei eh noch ein bisschen so am Handy bin. Ich so, was ist denn jetzt mit dem Fernseher los? Und dann guckt mich dann neben mir mein Mounts an und ist so, okay. Der Herr sitzt mal wieder auf der Fernbedienung drauf. Kenn ich einfach nur zu gut. Kenn ich einfach nur zu gut. Letztens habe ich Switch gespielt und habe pausiert. War dann ein bisschen in der Küche und komme aus der Küche wieder und ja, habe gesehen, dass mein Charakter verstorben ist, weil der Herr anscheinend auf meinem Controller saß. Man kann halt einfach als Katze überall drüber laufen und das mögen Katzen, ne? Sind's Timmy? Ihr spaziert einfach gerne überall drüber. Man kann sich auch auf alles draufsetzen. Das musst du mal ausprobieren. Nehmt mal ein Blatt Papier und legt es mal auf den Fußboden, mitten in den Raum. Wenn eure Katze in dem Moment nicht gerade schläft, könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass innerhalb von kürzester Zeit die Katze auf diesem Stück Papier sitzt. Warum und wieso das Katzen machen, das weiß ich nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall total lustig. Ich merke das auch, wenn ich Wäsche zusammenlege. Ich mache das meistens im Schlafzimmer. Und dann lege ich die Wäsche erstmal zusammen und sammle sie erstmal auf dem Bett. Mein Bett ist 1,80 Meter. Das ist ganz schön groß. So für mich alleine. Wobei ist es ja nicht für mich alleine. Der Herr schläft ja auch noch mit drin. Und trotzdem habe ich keinen Platz. Ja, wenn ich dann halt so einen kleinen Haufen Wäsche mache, kommt dann natürlich erstmal Timmy an und will erstmal gucken, was ist das für ein Wäscheberg und hat dann meistens so die Idee, am liebsten würde ich mich jetzt da oben drauf setzen. Ich glaube, jeder Katzenbesitzer kennt das. Aber genau wegen sowas lieben wir unsere Tiere. Genau wegen sowas. Ja.
Oh, da ist ein Steinchen gesprungen. Das war so eine Farbe, die so leicht statisch geladen war, aber nicht so sehr. Und was machen wir jetzt weiter mit der 7? Ich habe hier die schöne Legende am Bild. Wo habe ich meine 7? Ich weiß ja jetzt noch nicht, ich habe noch nicht so wirklich sehr intus, wo meine Farben wo im Koffer sind. Mit der Zeit läuft das dann alles immer besser. Okay, ich gehe einfach mal durch. Und vielleicht gucke ich mal hier, dass mir die 7 auffällt. Ja, die 9 ist es. Da haben wir sie. Und ich habe auch nur eine Farbe, und das ist das Symbol 1, wo ich ein extra Döschen gebraucht habe. Und das war natürlich gleich einer der ersten Farben, die ich gebraucht habe. So. Die Nummer 7, die kommt hier hin. Ja, und dann überlege ich noch, ob ich heute meinen Grill schon mal ein bisschen putze und herrichten werde. Denn ich habe dieses Jahr noch gar nicht gegrillt und da hätte ich schon dezent Lust drauf, mal wieder eine kleine Grillparty mit meinen Freunden steigen zu lassen. Aber ich denke mal, ich werde heute einfach so nach Gusto machen. Wenn ich draußen im Garten bin, sehe ich wieder 5000 Sachen, die ich am liebsten mit einmal machen würde und fange halt einfach irgendwo an. Wenn ich mir jetzt wieder zu viel vornehme, weiß ich, es wird wieder gar nichts. Und so gehe ich halt raus und mache die Arbeit, die ich in dem Moment sehe. Und ich glaube, das ist meistens immer so bei mir das Beste. Das ist ähnlich wie beim Painten, sonst nehme ich mir das, das, das und das vor und dann schaffe ich es doch nicht ganz. Und so sage ich mir, ich nehme mir halt vor, raus in den Garten zu gehen und da einfach ein paar Handgriffe zu machen. Und dann schaffe ich meistens mehr oder bin dann meistens erstaunt, was ich dann doch alles geschafft habe, wenn ich mir nichts vornehme, was ich direkt mache. Ja, bin ich dann meistens am Ende des Tages erstaunt, was ich dann doch alles geschafft habe, anstatt jetzt, ja. Super, und ich war jetzt auch ganz schlau. Ich habe mein Döschen wieder zurück in die Kofferablage getan. Das sollte ich nicht machen, weil manchmal bin ich dann fertig und habe aber mit meinem Hirn wie ein Sieb schon wieder direkt vergessen, welches Symbol ich geklebt habe und weiß dann nicht mehr, in welche Dose ich die Farbe füllen muss. Geht es euch auch manchmal so? Oder geht es nur mir so? Bitte sagt, dass ich nicht alleine bin. Ja, mein Gott, macht das Freude. Ja, ihr seht doch, ich bin heute wirklich gemütlich unterwegs. Durch den Farbwechsel immer halt auch viel am Hin- und Herschütten, aber das finde ich gar nicht schlimm. Ich finde, das hält mich heute gerade so ein bisschen wach. Bin heute nämlich irgendwie, ich hätte mich heute den ganzen Tag aufs Sofa oder ins Bett legen können und einfach direkt weiter schlafen. Dabei war die Woche jetzt gar nicht so lang, aber war jetzt auch nicht so, dass die Woche mich nicht gefordert hat. Deswegen habe ich mir gestern auch den Mittagsschlaf gegönnt. Wenn man es so sieht, habe ich jetzt eigentlich von gestern Feierabend bis jetzt eigentlich kaum was geschafft. Weder was Effektives noch im Hobbybereich. Aber mein Gott. Eigentlich hätte ich heute aufstehen müssen, als ich heute das erste Mal wach geworden bin. Und das war sage und schreibe 7 Uhr. Ja, und das war schon mal nicht schlecht. Ja. Aber ich habe mich dann halt wirklich nochmal umgedreht und habe nochmal bis um 9 geschlafen. Und danach zum Wachwerden ein bisschen gedampft, Timmy kurz Leckerlis gegeben, mal kurz ins Bad gegangen, dann noch mal kurz hingelegt, Buch genommen, noch ein Kapitel gelesen, ein bisschen am Handy rumgedaddelt. Ja, und schwupps, war es schon mittags. Aber es hat mir gut getan.
muss sagen, mein Buch kann ich gerade aktuell ganz schwer aus der Hand legen. Das ist aktuell Band 1 und ich habe mir jetzt auch schon Band 2 und 3 geholt. Und ich muss mal gucken, wann Band 4 rauskommt. Das werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Ich habe jetzt die ersten drei Bücher mit Buchschnitt und hätte dann natürlich gerne den vierten Teil auch mit Buchschnitt. Und da muss man dann am Anfang schnell sein, weil meistens ist erst kurz nach der Erscheinung mit Buchschnitt und später gibt es dann keinen Buchschnitt mehr. So ging es mir bei Band 3. Nee, Band 3 habe ich mit Buchschnitt bekommen und Band 2 habe ich bei mir im Hugendubel dann nur noch ohne Buchschnitt bekommen. Und da habe ich halt echt gefragt, so nach dem Motto, Leute, habt ihr den nochmal mit Buchschnitt da? Und ja, wir haben dann wirklich noch ein Exemplar gefunden mit Buchschnitt. Weil wenn ich dann eine Reihe habe, dann möchte ich auch die komplette Reihe dann mit Buchschnitt haben. Ja, so ist auch eure Jule. So und nicht anders. Okay, wir machen jetzt mal mit den blauen weiter. Die fallen mir gerade sehr ins Auge. Mindestens hier. Hier fallen sie mir gerade gar nicht ins Auge. Wo haben wir die? Haben wir die 38. Ah, okay. Das ist. Ach stimmt, ihr seht ja gar nichts. Bin Autofokus aus. Dieses Symbol ist hier mega blau und hier ist es grau dargestellt. Deswegen ist es mir gerade nicht ins Auge gefallen. Dann legen wir jetzt erstmal das. Ja, ich werde jetzt am Anfang wieder ein bisschen brauchen, ein paar Stündchen, bis ich dann mir so ein bisschen gemerkt habe, wo in etwa welche Farbe zu finden ist in meiner Kofferablage, in meiner Steinchenablage. Da bin ich am Anfang immer ziemlich lost, muss ich sagen. Da habe ich ein Resinsteinchen mit so einer kleinen Nase. Und wenn das gut mit Skalpell abgeht, mit der Zeit weiß man das, ob das geht oder nicht, dann haue ich das meistens nicht weg, sondern schneide es mit dem Skalpell ab. Manchmal habe ich da aber auch keine Lust drauf, dann sortiere ich die einfach aus in meinen Steinchenmülleimer. Es ist immer unterschiedlich. Da habe ich keinen offiziellen Weg. Ich mache das immer, ja, nach Gusto sozusagen. So. Aber für mich müssen die Steine gerade liegen und da mache ich immer auch die kleinsten Nasen bei mir immer weg. So, und das kann bei Resinsteinchen auch mal vorkommen. Auch wenn Resinsteinchen die bessere Qualität haben, heißt das nicht, dass es da halt nicht doch mal Steinchen gibt, die nicht ganz so passen. Aber trotzdem, ich würde mir, glaube ich, kein Bild mehr mit eckigen Acrylsteinchen holen. Eins habe ich gerade noch. Auch das ist ein Geschenk mit eckigen Acrylsteinchen. Aber das mag ich. Das lässt sich, finde ich, sogar sehr gut legen. Da hat bisher noch nichts geploppt. Ja, auch das Bild darf ich nicht vergessen. Das habe ich auch hier im Wohnzimmer. Das ist nicht weit weggeräumt. Aber das ist halt immer schwierig, wenn man so viele angefangene Projekte hat wie ich. Und man ist so ein Schussel und so ein vergesslicher Mensch wie ich. Ja, dann guckst du mal wieder so bei deinen angefangenen Bildern, die du im Wohnzimmer aufbewahrst. Oder mindestens die ich dann bei mir im Wohnzimmer aufbewahre. Und ja, dann kommt das dieses, oh, das wollte ich doch noch. Aber das ist nicht schlimm. Meine ganzen Bilder sind hier und die werden zum Glück nicht schlecht. Deswegen gucke ich aktuell, dass ich nicht nur neue anfange, sondern dass ich halt auch in meine Routine auch mal sage, so, boah, okay, das Bild, das kommt jetzt mal wieder mit in meine Rotation mit rein. Und da gucken wir, dass es dann mal fertig wird. Jo. Aber es gibt halt auch einfach Bilder, die liegen dann vor dir, die
Die müssen dann angefangen werden. Wie zum Beispiel hier die Eulchen. Ich konnte nicht anders. Ich musste einfach. Ich musste. Sind einfach zu süß. Wie gesagt, auch das zweite Bild. Ich denke mal, dass ich beide Dreamer Design Bilder dieses Jahr auf jeden Fall painten werde. Das hier möchte ich auf jeden Fall im Sommer noch fertig bekommen, weil es einfach von den Farben her so super gerade jetzt in die Zeit passt. Und das andere Bild möchte ich auf jeden Fall anfangen. Aber dadurch, dass beide 40x50 haben, ist die Chance, dass beide dieses Jahr noch fertig werden, relativ hoch. Und wie gesagt, die Motive sind einfach wunderschön. Und auch das Hasi-Bild. Die Hasis, die sind einfach so knuffig. Und dann die Farben von dem Bild. Das hat mich schon sehr, sehr, sehr gefesselt. Genauso wie hier die Eulen. Das ist einfach. Ja, bringt einfach gute Laune. deswegen sind es dann auch erstmal die Eulen geworden. Ich dachte mir so, boah, das passt jetzt gerade so richtig, richtig, richtig gut. Okay. Dann hier noch. Und dann haben wir schon die nächste Farbe fertig. Ich weiß gar nicht, wie lange quassel ich euch jetzt eigentlich schon zu? 33 Minuten. ich werde jetzt das Feld mal beenden. Allerdings heute mal ohne Zeitraffer. Das ist einfach zu wenig, um da ein komplettes Zeitraffer ordentlich rauszumachen. Ja, und dann zeige ich euch mal unsere angefangen oder unsere erste kleine Ecke, wenn die fertig ist. Also, wir sehen uns gleich wieder und ich bin schon gespannt. Heute Abend geht es dann hier oben auf jeden Fall weiter. Und ja, da kann es dann auch gut sein, dass ich dann schon fürs nächste Video direkt einen Zeitraffer aufnehme. Das wäre eigentlich eine gute Idee. So, ihr Lieben, das Eckchen ist fertig. Und als ich das gepaintet habe, habe ich einen Anruf bekommen von einer lieben Freundin. Und wir haben echt lange telefoniert und ich habe nebenbei gepaintet. Und deswegen. Schaut mal, ist da oben auch noch ein Eck fertig geworden. Und sogar ein kleines bisschen größer als das hier unten. Mein Ziel wäre es jetzt, heute noch weiter zu painten. Und zwar hier und dann morgen dann auch noch ein bisschen. Und vielleicht schaffe ich diesen Abschnitt. Dann habe ich schon mal gut was geschafft vom Bild. Und ja, dann kommt auch erstmal wieder ein anderes auf den Tisch. Ich liebe das Bild. Ich liebe das Bild. Das ist einfach, hat sich so super painten lassen alles. Und es sieht auch richtig, richtig schön aus. Es glitzert und glänzt. Wir haben hier auch ein bisschen von der AB-Farbe in Grün mit dabei. Ja, ich bin verliebt immer noch. Und ja, hier, die Kleine will ich auf jeden Fall noch fertigstellen, bevor ich dann das Bildchen erstmal zur Seite lege. Aber es wird auf jeden Fall diesen Monat mindestens noch einmal auf meinem Tisch landen. Aber erstmal, wie gesagt, möchte ich mindestens eins von den anderen Bildern, die schon recht weit fertiggestellt sind, dann noch zu Ende painten. Genau. Ja, und das wird dann auf jeden Fall dann ein Projekt für den Juli. Ja, als Zielfinish. Also ein Projekt, was ich dann im Juli spätestens auch fertig haben möchte. Und deswegen werden wir diesen Monat auf jeden Fall dran noch painten. Es macht einfach viel zu viel Spaß, das glaubt ihr mir nicht. Und ich habe auch gerade wirklich Lust ein bisschen auf Konfetti. Deswegen werde ich das jetzt gleich hier noch umdrehen. Und weiter painten, aber hier im Video, ja, das Video werde ich jetzt beenden. Ich glaube, das geht jetzt auch lang genug und ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein bisschen das Getting Up, ein bisschen painten, ein bisschen quasseln. Jo.
So wie ihr es von mir kennt. Und ja, eigentlich, jetzt es ist übrigens schon Abend. Ich wollte ja jetzt eigentlich in meiner Hängematte liegen und wollte vorher ein bisschen was im Garten machen. Dreimal dürfte raten, was ich nicht gemacht habe. Genau, ich habe nichts im Garten gemacht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe das noch nicht mal fertig gepaintet. Da hat es bei uns, ja, da ist die Sonne weggegangen, es hat angefangen zu donnern und kurz darauf hat es angefangen zu regnen. Und ja, seitdem tröpfelt es immer wieder. Ja, mal wieder Regen. Wir kennen es mittlerweile nicht anders hier im Süden. Und aber jammer nicht drum. Wenn es halt regnet, wenn schlechtes Wetter ist, umso mehr Zeit habe ich für mein Hobby. Nicht nur ein Hobby, sondern für meine Hobbys sind ja mittlerweile dann doch schon ganz schön viel geworden. Aber heute ist absoluter Diamond Painting Tag. Deswegen, ihr seht, ich drehe das mir dann hier so rum und werde dann hier so weiter painten, bis ich hier zu den Süßen komme. Ja, und morgen werde ich dann die Reihe beenden. Und dann schaue ich einfach mal, ja, wie es so wird. Okay, also, danke, dass ihr mit dabei wart. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.